Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Quarantäne-Vlog. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit heute durch unseren Quarantänetag. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, 3 oder 4 Tage nicht gevloggt. Es gab nur dieses Schwangerschaftsupdate. Einfach, ja, weil es doch recht öde ist. So, also für uns geht's ja noch, für Bernd und mich, weil wir müssen ja nicht wirklich strikt zu Hause bleiben. Also Haus und Grund, wir dürfen das ja noch verlassen. So können wir zu unserem neuen Haus fahren und da was machen und spazieren gehen mit dem Hund. Aber Calvino, ich glaube, dem fällt so langsam echt die Decke auf den Kopf. Und der muss ja auch Homeschooling machen. Oder wir müssen das mit ihm machen. Und das klappt auch soweit ganz gut mit dieser Schule. Der hat ja jetzt gewechselt in die 5. Klasse. Das ist echt super organisiert von der Schule. Aber es ist echt viel am Zeug zu lernen. Und ja, somit sind die Tage jetzt halt sehr gefüllt. Ich drehe mich mal kurz um. Sehr gefüllt mit Hausaufgaben oder Homeschooling. Und ja, ich komme nicht wirklich zum Haus. Bernd ist jetzt da am Haus. Der macht da, wir haben neue Steckdosen und Lichtschalter geholt. Die werden jetzt heute installiert. Also einfach nichts Weltbewegendes, einfach weiße neue Lichtschalter, weil ihr wisst ja, das war ein Raucherhaus und die waren so richtig gelb geworden, die Lichtschalter und die Steckdosen. Und deswegen, ja, wenn jetzt alles tapeziert ist, frisch und alles neu, dann sah das richtig schlimm aus, diese alten Steckdosen und so. Deswegen haben wir neue bekommen. Ja, das war Bernd. Also die Steckdosen und wir brauchten noch ein paar Sachen, so Leisten für die Garderoben und die Lichtschalter und sowas alles. Das wurde für uns eingekauft und im Haus hinterlegt, so total nett. Und deswegen fährt der Bernd jetzt dahin und bringt das schon mal alles an, solange es noch hell ist auf jeden Fall, denn wenn es dunkel wird, dann er muss er halt den Strom ausmachen. Ne? Blitzbirne Michaela, besser ist das. Und ich koche jetzt gerade ein bisschen ein leichtes Mittagessen. Penne, und dazu gibt es einfach diese Soße. So eine Pasta-Soße mit Gemüse vom Lidl. Da ist nicht mehr so viel drin. Das Glas wird nicht reichen. Das ist einfach nur so eine Zwischenmahlzeit, weil heute Abend gibt es gefüllte Paprika. Die haben wir aufgetaut. Ich muss mal eben die Nudeln reinmachen. So, ja, gefüllte Paprika gibt es heute Abend mit Kartoffeln. Und jetzt haben wir keine Kartoffeln mehr aus dem Garten. Die sind jetzt alle aufgegessen. Wir haben nur noch ein paar Zwiebeln da. Und es wurde schon für uns eingekauft. Also es wurde dann hier vor die Tür gestellt. Voll, also sowas ist, ich weiß nicht, ob jeder sowas von euch hat. Aber so ein bisschen Krisenvorsorge, dass ihr euch irgendwie kümmert, falls ihr mal in Quarantäne müsst, dass ihr da jemanden habt, der euch sowas besorgt und im Gegenzug, wenn der andere mal in Quarantäne muss, dass ihr das dann einkauft, sehr zu empfehlen. Aber ansonsten haben wir natürlich auch immer viel da. Das wisst ihr, dass wir Krisenvorsorge betreiben und so trockene Sachen, sowas alles hier haben. Jetzt ist auch so, es ist auch so, dass ich hier meine Brillen, habe ich euch erzählt, der Hund hat die beide geschrottet, beide Brillen kaputt und ich musste meinen Fielmann-Termin ja auch jetzt verschieben. Deswegen habe ich immer noch meine alte Brille, aber egal. Wir haben ja das Glück in Anführungsstrichen, dass wir nicht volle 14 Tage in Quarantäne müssen, da ja wir erst am Freitag die Nachricht erhalten haben und eigentlich schon hätten Montag, also in Quarantäne gemusst. Ja, keiner versteht es, aber es ist halt so. Und von daher haben wir jetzt noch, heute ist, bis Montag geht's und heute ist, was haben wir denn heute? Man verliert total den Überblick. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Also 5 Tage noch und dann haben wir es schon geschafft. Ihr glaubt nicht, was mir heute Nacht passiert ist. Ich bin wach geworden. Bernd hatte mich so aus Versehen mit dem Ellenbogen beim Umdrehen irgendwo im Gesicht getroffen. Ich so, aua, und dann war ich wach. Okay, das ist ja noch nichts Schlimmes. Jedenfalls habe ich ja dann im Moment so Einschlafschwierigkeiten. Wenn ich einmal wach bin, dann bin ich wach. Und ja, dann ist das halt so. Dann muss ich irgendwann auf Toilette, dann lege ich mich wieder hin, dann kriege ich Hunger, dann kriege ich Durst. Und
hin und her. Jedenfalls habe ich mir dann hier so eine Schorle gemacht. So eine Fruchtsaftschorle. Da hatte ich so richtig Bock drauf heute Nacht. Und wir haben ja hier am Sofa so breite Dinger. Hier. Da habe ich das dann draufgestellt, damit ich das schön, weil wir schlafen ja zurzeit halt auf dem Sofa, wie viele von euch wissen, ja, damit ich das schön so am Handy gucken kann, mir Zeit vertreiben kann und schön meine Schorle trinken kann. Ja, ich setze mich hin ins Bett oder aufs Sofa und komme irgendwie mit dem Ellbogen an dieses Glas. Das fällt vom Sofa. Also erst kippt es nur um, ne? Und dann so pff, alles auf dem Boden, die Schorle, und dann macht es auch noch Klöng und das ganze Glas kaputt. Ja, dann waren natürlich alle wach. Und ich durfte heute Nacht dann hier noch wischen. Das war nicht so geil, aber ja gut, war dann halt so. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach ein Schläfchen. Aber ich bin aufgewacht und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Weil der Rackner am Rumracken ist. Tritt und boxt. Ja. Und jetzt kann ich nicht mehr einschlafen, habe ich überlegt. Mache ich mir ein Käffchen jetzt und esse ein paar Kekse. So, wieder eine Planänderung. Calvino ist mit diesem Homeschooling schneller fertig gewesen als gedacht. Und habe ich den Bernd angerufen. Und er bringt ja gerade die Steckdosen an dem Haus. Und dann hat er gesagt, ihm fehlt Licht. Und er hat so eine Mütze. Achtung. So, damit kann er halt leuchten. Die bringe ich ihm jetzt und ich bringe auch noch die Taschenlampe. Damit wir ja schneller vorankommen. Er sagt, zu zweit wird das wesentlich schneller gehen. Und deswegen fahre ich jetzt dahin. Den Smurfy habe ich dabei. Und mal gucken, ich finde bestimmt auch noch irgendwas, was ich im Haus machen kann. Und ja, euch nehme ich natürlich auch mit. So, ich habe nämlich das Publikum mitgebracht. Ja, ich will mir. Kannst du mal zeigen, deine Gehirn. Ich kann mal mein Gehirn. Ich bin mit Einbrecher. Smurfy, guck mal, was ich habe. Hier. Kann ich dir das geben? Mach mal Sitz. Warte. Auf einmal kann er ganz artig sein. Die Spannung steigt. Okay. Fein. Ja, ich wollte nämlich zeigen, was passiert ist in den letzten Tagen des Nicht-Vloggens. Ich zeig's jetzt mal. Und zwar, tada, die Garderobe. Oh, der Lichtschalter ist hier auch schon dran. Der tut ja gar nichts hier, der Lichtschalter. Ach, Strom ist aus, deswegen wahrscheinlich. Na, du hast Strom ausgemacht, deswegen tut sich nichts beim Lichtschalter. Ja. Ja. Also, wir haben hier so einen schwarzen Glitzerteppich ausgesucht für die Garderobe. Das sieht man jetzt nur nicht, weil kein Licht ist. Zeige ich euch nachher. Und dann kommen hier noch so Leisten dran als Abschluss. Und schwarze Haken haben wir uns bestellt. Die kommen auch noch da dran. Dann ist passiert, hier ist schon das Silikon alles neu. Das haben alles Bens Eltern gemacht, die Rinder. Hier auch an der Fensterbank. Hier ist auch neu beklebt mit Dezifix. Ja. Hast du aufgegessen? War das fein? Wir gucken, was da über den Matten jetzt hier drin, ne? Das ja, ja. Sieht scheiße aus. Aber guck mal hier. Da war noch viel schlimmer. Da habe ich schon drüber gestrichen. Ach, das so. Ist halt kaum dann noch. Ist das so okay, ja. Dann? Ja. Dann muss ich noch. Ja, ja, aber hier ist halt auch dreckig, ne? Ja, das habe ich jetzt. Machen wir, ist ja egal, das können wir immer noch machen. Das ist ja ärgerlich.
Richtig scheiße. Hm? Ist ja richtig doof. Ja, da war ich noch nicht, hab ich noch nicht ausgeschaltet. Was kann ich denn jetzt machen? Jetzt gerade nichts, aber gleich, wenn ich wieder Sicherung rein, raus, dann würde ich jetzt nach oben gehen. Ja. Und dann mal gucken, ob das gleich so genehm ist für dich. Etty. Komm, hier ist Murphy. Das Pinsellicht, ich weiß, aber ein bisschen weißer wie Albino-Beagle. Das ist kein Problem, ja. Das machst du ja weg, ne? Was mach ich weg? Was du übergemalt hast auf der Steckdose. Ja, Leuchtung ist das, ich bin da selber am Leuchten. Du leuchtest, genau. So. Oh Mann, ey. So, okay. Scheiß. Ja, aber das ist doch kacke, da ist ja jetzt alles voll. Wo? Da riecht die Mutti sich auf. Wir holen neue Steckdosen und dann ist da alles voll Farbe schon mal rum. Ja, ich hab den gerade jetzt gepinselt. Mach doch mal Licht an, nicht um rein. Aus, Murphy. Ich mach mal Sicherung rein, dann kannst du mal nicht gucken. Warte. Er geht wieder auf seinen Else-Kling-Platz. Ja. Oh, ich glaube, jetzt sehe ich so fertig aus, wie ich mich fühle. Das rauscht. Das Bild rauscht total, ne? So, meine Lieben. Es ist abends. Und wir sind zu Hause. Wir haben schon gegessen. Und haben schon die Abendrunde gemacht. Und jetzt ist es ja abends schon richtig dunkel. Wir haben schon diese Leuchthalsbänder wieder in Betrieb fürs Murphy. Wir haben zwei Stück, ein grünes und ein orangenes. Und das ist total so angenehm, weil man sieht halt immer, wo der ist. Und wenn halt jemand dann entgegenkommt mit einem Hund ohne so ein Leuchthalsband, ich finde das immer, ja, doof, ist jetzt übertrieben, aber ich finde es angenehmer, wenn die halt so eins tragen, weil dann sieht man ungefähr die Größe von dem Hund und ob der auf einen zukommt und so. Keine Ahnung, ich finde es halt total angenehm und ich liebe diese Leuchthalsbänder. Und wir haben die tatsächlich noch vom letzten Jahr wiederverwenden können, also die halten noch. Sind echt super. Und jetzt bei der Abendrunde habe ich echt gemerkt, boah, dass ich wieder so, ich weiß nicht, ob das Übungswehen sind, aber boah, der Bauch, der ist dann so hart und stramm. Das fühlt sich an, als ob der aufreißt. Vielleicht kriege ich ja Dehnungsstreifen oder so. Aber es ist echt, abends beim Tighter gehen, beim Spazieren gehen abends manchmal richtig unangenehm. Dass ich dann so, ja, stehen bleibe und so echt außer Atem bin. Keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in der ersten Schwangerschaft so war. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich alt geworden bin. Also ich bin ja jetzt halt 10 Jahre älter. Oder weil ich mich anstelle. Oder weil ich einfach wirklich zu viel mache. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe euch im Haus nicht mehr weiter rumgezeigt. Sorry. Das hole ich alles nach. Also ihr werdet das Haus ja noch öfter sehen. Es ist jetzt zurzeit wirklich sehr, sehr stressig mit dem, was wir alles zu tun haben noch im Haus. Und hier halt, wenn wir umgezogen sind. Vor allem auch, weil ich wirklich nicht so viel mache und nicht so viel machen kann. Ich habe heute den halben Schrank im HWR ausgewaschen und schon mal ein bisschen eingeräumt. Also die ganzen Putzmittel da reingeräumt, die schon da waren und Putzlappen. Dann habe ich die Haustür von außen gemacht. Die Innenseite hatte ich schon, jetzt habe ich die von außen geschrubbt. Und das habe ich alles nur so, also diese Türen und Fenster, alles, was ich schon gemacht habe, die habe ich alle nur so grob geschrubbt. Dieses Nikotin, was ich abbekommen habe, abgemacht. Aber dieses feine Fensterputzen, halt so streifenfrei und so, das muss ich auch noch alles machen. Und ich habe noch so viel zu putzen alles. So viel zu putzen. Aber jetzt ist dann nächste Woche, muss, oder auch diese Woche noch, weiß ich von wer das macht, der muss oben noch die Steckdosen und Lichtschalter machen und das Familienbett fertig machen. Und dann ist er halt fertig mit seinen Sachen. Also putzen, das mache ich lieber selber, sonst wird der Bernd das auch machen. Also es ist jetzt nicht so, dass er es nicht machen wird, aber ich will das halt selber machen.
Und das mache ich dann, wenn Bernd mit allem fertig ist, weil dann kann der sich um den Hund kümmern in der Zeit. Und ja, der ist halt immer noch in dem Haus sehr aufgeregt und aufgedreht, das Murphy. Vor allem, weil wir immer rumwuseln, dann ist das manchmal echt anstrengend, immer mit ihm aufpassen und so. Da liegt halt auch echt viel rum, so diese Rollen vom Streichen und Pinsel und Schraubenzieher und alles Mögliche liegt da rum und dann kann der immer irgendwas gebrauchen und das ist echt nervig. Hier zu Hause ist er ja auch nicht so. Also klar, der hat manchmal so seine Phasen, aber eigentlich ist er schon lieb und ruhig geworden. Ich könnte mich auch mal hinsetzen, ne? Ja, würde mir vielleicht mal ganz gut tun. Ich nehme jetzt ein lauwarmes Bad und dann nehme ich meinen super duper Luferschwamm, von dem ich euch erzählt habe. Nicht Schwamm, Seifending. Habe ich euch im Schwangerschaftsupdate von erzählt. Womit ich mir immer schön im Bauch massiere. Ich habe hier so ein Ding drum, so ein Bauchband. Damit kann man jede Hose erweitern quasi. Einfach so ein Bauchband. Kann man nicht Schwangerschaftshosen anziehen und den Bauch bedecken. Sehr praktisch. Gut, ich werde jetzt den Vlog hier beenden und ich danke euch fürs Zuschauen und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!